2026 kommt die 13. Monatsrente. Aber nicht bei uns, sondern in der Schweiz. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es ja in einem anderen Video schon berichtet. In China wird das Renteneintrittsalter sukzessive ab 2025 für die Männer und die Frauen erhöht. Bei den Frauen haben wir in bestimmten Berufsgruppen ein Renteneintrittsalter von 50 und bei den chinesischen Männern ist es aktuell noch das 60. Lebensjahr. Also mit 60 können Männer in China in Rente gehen. Ja, meine Damen und Herren, und in der Schweiz, davon hatte ich ja auch schon berichtet, gab es eine Volksinitiative und diese Volksinitiative hat sich durchgesetzt und hat beschlossen oder hat dann sozusagen ein Gesetzgeber in Gang gesetzt und die Schweizer Bundesregierung musste letzten Endes auch zähneknirschend der 13. Monatsrente zustimmen. Und diese 13. Monatsrente, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das mal, die kommt im Jahr 2026. Der Schweizer Bundesrat hat die Finanzierung dieser 13. AHV-Rente schon ab dem Jahr 2026 gesichert. Das heißt also, diese Rente wird dann das erste Mal im Jahr 2026 ausbezahlt und wird auch nachhaltig finanziert. Die Finanzierung dieser 13. Monatsrente erfolgt über Lohnbeiträge und allenfalls über die Mehrwertsteuer. Der Schweiz kostet die 13. Monatsrente rund 4,2 Milliarden Franken. So nach 5 Jahren steigen diese Kosten dann auf 5 Milliarden Franken. Ohne die Zusatzfinanzierung geraten die Finanzen der AHV rasch in die Schieflage. Deshalb würde das Umlageergebnis ins Negative kippen. Und deshalb hat sozusagen der Schweizer Bundesrat auch beschlossen, dass die Lohnbeiträge um 0,8 Prozentpunkte steigen werden und die Mehrwertsteuer wird um 0,4 Prozentpunkte in der Schweiz angehoben, um die 13. Monatsrente zu finanzieren. Der Hintergrund der 13. Monatsrente ist relativ klar und eindeutig. So hat es auch die Volksinitiative formuliert. Viele Schweizerinnen und Schweizer kommen mit ihrer monatlichen Rente, obwohl die relativ hoch ist im Vergleich zu Deutschland, nicht mehr wirtschaftlich klar. Und viele Schweizerinnen und Schweizer, die im Rentenalter sind, sind von Armut gefährdet und deshalb hat die Volksinitiative genau diese 13. Monatsrente durchgesetzt. Ich finde das großartig. Ich denke mal, Deutschland könnte sich ein super Beispiel daran nehmen, was in der Schweiz alles über die sogenannte unmittelbare Demokratie möglich ist. Ich würde mir sowas in Deutschland auch wünschen, dass wir im Rahmen einer unmittelbaren Demokratie zum Beispiel hier die Fragen einer erwerbstätigen Versicherung in Deutschland klären würden. Sozusagen, die Stimme des Volkes zählt in der Schweiz einfach mehr als in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.